Herzlich willkommen bei 5 Minuten Blues Insight. Ich bin Henning Petit, spiele das Klavier und moderiere diese kleine, feine Reihe hier auf YouTube. Ich stelle hier so ein bisschen meine Musik vor. Also meine Musik, die gehört nicht mir, sondern das ist die, die ich gerne spiele, die ich gerne höre, die ich liebe, die ich seit über 31 Jahren öffentlich spiele und das immer gerne gemacht habe, bis Corinna kam und uns alles weggenommen hat. Ja, und deswegen mache ich das jetzt alles digital zum Sehen, weil man kann ja nicht mehr rausgehen, nicht quasi. Wer weiß, ob das jemals aufhört. Impfstoff, naja, wer weiß. Egal, es wird immer gerne gesagt, also immer, oder es kommt ziemlich oft vor, dass Leute sagen, so Blues und Boogie Woogie, das kommt ja aus New Orleans. Und das stimmt ja aber so nicht, ne? Sondern natürlich hat es Einflüsse auch aus New Orleans, klar. Ich persönlich behaupte ja sowieso immer, dass Blues und Boogie Woogie, so in der Form, wie wir das spielen, mehr Einfluss der deutschen Marschmusik hat als afrikanische Rhythmen. Ich halte das für ziemlich einen Unsinn, aber gut. Auf jeden Fall ist New Orleans Rhythmus, Piano, Musik, New Orleans Musik ziemlich anders von den Rhythmen her als unser typischer Blues- und Boogie-Woogie-Rhythmus. Und, aber irgendwann überkam es mich mal und da habe ich gesagt, ich muss jetzt auch mal so ein New Orleans-Stück machen. Das richtig machen oder so in dem Sinne konstruieren, konnte ich das irgendwie nicht. Das ist mir dann irgendwann passiert. Und zwar habe ich mit Micha wir haben ein Konzert gespielt vor, ach Gott, weiß ich nicht, wie viele Jahre das schon her ist, 18 oder so, in der Grünen Gilde Hagen-Grinden, oder wie das hieß, in Hagen-Grinden, das hier bei uns in der Nähe, war immer ein super Club und da haben wir gespielt und ziemlich viel improvisiert und dabei ist das Stück auch entstanden und ich habe das einfach New Orleans auch genannt. Das war ein einziges New Orleans-Stück. Ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich eins ist, aber für mich ist das so. Das geht ungefähr so. Thank you.
das Stück. Das ist für mich, so wie ich das in meinem wirren Köpfchen mir New Orleans Klavier für mich vorstelle. Wie gesagt, ist tatsächlich beim Improvisieren entstanden mit Micha Maas zusammen. Aber wann war das denn? Das muss doch hier stehen, wann das gewesen sein könnte. Da siehst du, im August 2003. Meine Güte. Da sahen wir noch ganz anders aus. Ich weiß ja nicht, ob man das so ungefähr erkennen kann. Ich kann das ja da auch hinhalten. Aber das sieht man wahrscheinlich nicht so gut, oder? Also falls jemand unbedingt das Bild in echt sehen muss, dann kann er mir ja schreiben. Dann schicke ich das. Ist sehr lustig. Foto Ilona Ripke. Ah, da kann natürlich Michael immer viel besser erzählen drüber als ich. Ne? Ich kann eigentlich überhaupt nicht gut erzählen zu den Stücken, weil eigentlich weiß ich nicht, was man dazu sagen soll. Wenn man das spielt und es kommt nicht von selber irgendwie, was soll man dann sagen? Dann soll man sagen, Entschuldigung, ich muss es erst... Jawohl, das ist tatsächlich so. Ne? Ich glaube, in der Klassik, vor allem so bei Opern und sowas, da werden immer ganze Bücher vorher gelesen, damit man weiß, was das soll oder worum es geht, wo ich immer denke, ja, dann muss ich da doch nicht mehr hin. Aber naja, komm. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ne? Es gibt ja nun wahrscheinlich mehr Leute, die Boogie Woogie merkwürdig finden, als die Heino merkwürdig finden oder was weiß ich. Also, alles ist in Ordnung. Ganz wunderbar. Gut. Das war's für heute und ich bedanke mich. Bitte das Abonnieren, Subscriben nicht vergessen. Und wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei 5 Minuten Blues Inside. Tschüss. 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 Tschüss.